gerufen. Aber ich verstehe nicht, das ist das Vorbereitungsspiel auf die europäische Meisterschaft. Ja, und die ist hier in deutsches Landes. Jawohl, ja. Und da haben die Deutschen gegen die da unten im Meer gespielt. Ah, gegen die Grieche haben die gespielt. Ja, gegen die Grieche. Ja, die hat Olympia erfunden, die Grieche. Aha, ja, habe ich schon mal gehört. Also, aber das war ja jetzt kein Olympischer, das war ja jetzt Fußballspiel. Und in einer Woche oder so, da beginnt die Europameisterschaft. Und da muss man her, so guckt dann ganz viel Fußball, weil ja dann die Deutschen viel spielen. Und meine Frau Lienke sagt, das ist ja uninteressant, wenn du dir die anderen Mannschaften nicht anguckst, sonst weißt du ja nicht, wer besser ist und wie interessant oder nicht interessant das ist. Ja, hat mein Herr schon gesagt, du machst wieder alles kompliziert. Ich will wissen, wie die Deutschen spielen und ich hoffe, dass sie diesmal weit, weit, weit kommen. Also nach vorne, verstehe ich, nicht weit hin und runter fallen, sondern nach vorne gut spielen. Hat er gesagt, ja, sonst wird er nie wieder Fußball gucken. Der wollte vorgestern offen schon das Fernsehen ausmachen, weil in die erste Halbzeit haben die laufend neben die Tor geschossen. Besser gesagt, die haben überhaupt nicht aufs Tor geschossen, nur die Griechen haben ja auch dann ein Tor gehabt vor der Halbzeit. Ja, und erst in der zweiten Halbzeit, erst da haben die Deutschen dann zwei Tore geschossen. Der Groß hat zwei Tore geschossen, ja. Und deshalb hat er gewonnen, glaube ich, denke ich. Ich weiß es nicht genau. Könnte auch der Müller gewinnen. Aber ist egal, ne? Ja, also ich wünsche euch heute einen wunderschönen Sonntag und ich gehe jetzt in die Hundeschule. Also bis dann. Tschüss. Euer Muckli mit die weiße Socke. Viel zu lang.